Moin Moin, einmal an alle. Passt auf, was ihr genau repariert. Hier ein Wecker, Uhrwerk. Hier ein Geigerzähler. Der Alarm ist auf 4 Millisievert gesetzt. Ich erreiche über 4,5. Radium. Strontium, Tritium, alles Mögliche drin in dem bisschen Leuchtfarbe. Das Zeug kann staubig sein und dann atmet ihr das ein und dann macht das Lungenkrebs. Ich werde das Ding jetzt hier schön brav zumachen und wegpacken. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Pass auf, auch Taschenuhren und Armbanduhren haben gerne Radioaktivität drin. Und das ist jetzt nicht gerade so wenig. Bis in die 60er, also bis zu den 60er Jahren, musste radioaktive Bestandteile nicht gekennzeichnet werden. Und selbst danach wurde häufig nicht gekennzeichnet. Und bis in die 90er Jahre wurde gerne mal was auch dazwischen gemogelt. Also wie gesagt, seid vorsichtig, sobald ihr irgendwelche Wecker oder Uhren mit Leuchtfarben Möglichkeiten habt, passt auf. Wie gesagt, die alten Leuchtfarben, gerade Radonfarbe, krümelt gerne und bröselt dann und den Staub, wenn man den einatmet, der kann durchaus böse Folgen haben für einen. Insofern, ja. Achso, und noch kurz, bevor ich das Video beende, durch das Uhrglas selber ist nicht so wirklich viel zu messen. Also es hilft nichts, den Geigerzähler an das Uhrglas dran zu halten. Moment. In dem Fall hier eine einfache Plastiklinse, die drüber war. Wenn ich jetzt da drüber gehe, messe ich ein bisschen, aber nichts, was ultra gefährlich ist, wo man denken kann, ja, das bisschen mache ich eben, aber ohne das bisschen hier sieht die Welt schon ziemlich anders aus. Insofern, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.